You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not do it. Okay, Psychologie. Anything to say. The abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Defrocked her? How did that happen? Even if Takia wasn't after Tikhon had knocked her up, but you... First, you got pushed out of your house, and then out of the monastery. And if, by chance, you were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Yeah, Daddy's gonna send another postcard for Easter. And it will get returned. Sorry, she's not here anymore. Oh, defrocked. So where now? So many options. Oh, well done, Barbara. You don't even have anything to say. The abbess knows you inside out, so everything... Das ist so gut gemacht. O merciful Father, receive me a penitent and make me as one of thy hired servants. What happened? Even if Takia wasn't after Tikhon had knocked her up, but you... Ich liebe es einfach. You got pushed out of your house and then out of the monastery. And if, by chance, you were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Yeah, Daddy's gonna send another postcard for Easter. Now I have come to thee, my lord and goddess, sinful and burdened one, not having the boldness to look up into the heights of heaven because of the multitude of my transgressions. Okay, um da nach oben zu kommen, müssen wir... So have I also fallen through my sins, and my spirit is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Pour on me, O Christ, thy great mercy. In der Demo war es cooler, wenn sie betet, finde ich, weil da hat sie in Russisch gebetet, also Ukrainisch, je nachdem. Wie man sieht, und jetzt betet sie in Englisch. Finde ich ein bisschen eine komische Entscheidung, das zu ändern. By chance, you were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Yeah. Das ist übrigens eine echte Kuh. Ich glaube schon. Which thou gavest me as a disciple of the Lord, O just. Defrocked. Ja doch, das ist eine echte Kuh. Und wieder ist sie unglaublich riesig. Well done, Barbara. Ah, das ist so gut gemacht. Traure keinen verlorenen Punkt nach, sie sind ohnehin wertlos. Ilya? Where's the dog? Good question. I haven't heard it for a while. Listen, I'll help you get to Spasov. Okay. Ja, wo ist der Hund hin? Somehow, Indica was convinced that the Kudiets was going to solve all of her problems. That soon the voice in her head would disappear, and she would return to the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone's love. She thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. I figured out what this place is. This is Denisovka, the paint factory. Marfa told me about it. She's our iconographer. They make yellow paint in that shed. Okay, Fabrik. Where is everyone? There was an explosion. They say everyone was evacuated in one day. Americans, I guess. Very likely. Or the English.
Beides gut möglich. Der unverbrannte Heiland. Ein weiterer Beweis für die Wundertätigkeit des Herrn. Das Feuer hat alles im Haus vernichtet, nur nicht die Ikone des Heilands ist unbeschädigt. Da bin ich wieder übrigens fast vergessen, die Cam wieder anzuschalten. Das mit dem Teufel, diese ganzen Szenen sind so gut gemacht. Aber eben das mit dem Beten hätten sie ruhig in der Originalsprache lassen können, finde ich. Was sich ein bisschen besser angehört hat. Christi Himmelfahrt. Du bist aufgestiegen in deiner Herrlichkeit, o Herr Jesus Christus. Und erfüllst so deine Jünger mit Wonne durch Versprechen des Heiligen Geistes und der Bejahung deines Segens. Schon komisch, wo das Fahrrad hin ist und der Hund und der Wagen. Das ist die Windmühle. Alles zerstört. Das ist nicht die Person. Panagia. Der heilige Christophorus entstammt einem wilden Stamm Marmarikas. Dessen wolfsköpfige Mitglieder waren sehr groß gewachsen und zeigten grausames Gebaren. Dies hielt ihn nicht davon ab, den christlichen Glauben zu predigen, die Taufe anzunehmen und wie ein Märtyrer zu sterben. Könnte das vielleicht dieser große Hund-Wolf-ähnliches Wesen sein? Vielleicht? Einmal wieder beten und was anzünden. Und wieder Punkte sammeln, die nichts bringen. Sonst gibt sie nix. Kann ja auch sein, dass das geschnitzt ist. Keine Ahnung. Sieht speziell aus. Bevor wir da hochgehen, ganz kurz. Da auch irgendwas immer vor sich hin. Als ob er auch beten würde oder irgendwie sowas. Also gut, hier gibt's nichts. Können wir weitergehen? Hier noch rein? Hier geht's noch rein. Das Leben des heiligen Metropoliten Sineust. Einst ergriff ein Dämon Besitz vom Haar des heiligen Metropoliten Sineust. Sein Haar begann sich unerwartet aufzustellen wie das Reisig eines Besens. Während seiner Gottesdienste hob sich plötzlich Sineusts Mitra sehr zum Schrecken der Gemeinde. Trotz aller Gebete ließ der Dämon nicht von ihm ab. Eines Tages stach Sineust zwei Löcher in seine Mitra und band sie so fest an seinen Kopf, dass sich das Haar zu Beginn
der Liturgie in seinen Schädel grub, statt seine Mitra zu lüpfen. Von da an war sie nur leise und wortkarg. Und der Dämon musste sich einen neuen Wirt suchen. So erteilte Gott dem Dämon eine Lektion. Spannend. Statt dass die Haare zu Berge gingen, wuchsen sie in seinen Kopf hinein. So war das Treiben des Dämons eigentlich. Ja. Nicht mehr möglich. Levelaufstieg, Schuld 5, verdienen dir 10 Punkte. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du zusätzlich 8 Punkte. Das hört sich gut an. Schande 8. Nehmen wir. Auch wenn Schande nicht unbedingt so gut ist. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich bin mal so nett und schließ immer die Tür. So, where do we go now? Stairs! There should be a station behind the windmill. Alright, das ist unser Ziel. Die Treppe da hinten. Wie sich das anhört. Schlau. Hold on. We'll think of something. Es sind noch coole Puzzle dabei im Spiel. Komm hoch, Ilya. Also lässt du mich vor wahrscheinlich. Exactly what we need. Wir wissen gleich, was passiert. What's that? Was wohl? Das wohl. Da bitch. Why are you standing around? How long can dogs stay underwater, huh? I don't know. I'd wait for a couple of hours, just to be sure. Da ist die Treppe, die wir brauchen. Schade, kann ich kein Russisch. Ich würde es gerne lesen können. Theoretisch könnte ich es ja übersetzen mit dem Handy, aber... The stairs are broken. We'll have to go through the mill. Okay, komm, einmal übersetzen wir es. Es interessiert mich zu sehr, was hier steht. Am 2. März laden wir alle zum erneuten Start des modernisierten experimentellen Einzelbeschleunigers ein. Okay. Hat wohl was mit Farbe zu tun wahrscheinlich. Oder es ist irgendwie falsch übersetzt, weil es nicht so viel Sinn ergibt. Okay, Ilya ist hinter uns. How beautiful. We had this one artist in the clink. Drew his family on the wall with his own shit. They look so lifelike. Habe ich was verpasst? He was like that.
Didn't manage to finish the drawing. The daughter, though. Left her with just one eye. He got stabbed. Because of the stench? No. He was drawing on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed because, well, it's against the code. Okay. Danke für die Story. Wegen der Bemalung abgestochen wurde. So where do we go now? The elevator. Okay, um den anzutreiben brauchen wir irgendwas. Okay, da geht's zurück, da kommen wir her. Here's the gearing. Planetary gear set. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. I see. It doesn't fucking work. Nothing works here right now. I guess we should look for an intact cotter. I see. Kaputt Splint. Setzt man ihn in die Nut zwischen seinen mechanischen Teilen ein, sorgt er für die Drehmomentübertragung. Indica ist schon ziemlich smart. Das weiß über viele Dinge eigentlich Bescheid. Da haben wir doch solche Dinge. Was ist denn das? Das ist ein Morsegerät. Ein Bild von Jesus. Und hier geht's nirgendwo lang. It's a cotter, a safeguard. It breaks when there's an overload to protect the important parts of the engine. I see. Okay. Muss wohl jahrelang nicht mehr benutzt worden sein. Ah, Ilya ist schon oben. Down! I can't go down. Something's in the way. Ja, das sehe ich. Go up! Going up! Müssen wir auf das Gewicht steigen vielleicht? So aus, als ob das der Weg wäre. Down! Going down! Jetzt soll nicht zerquetscht werden, bitte. Okay. Glück gehabt. Hallo. Boah, wie riesig das hier alles ist. Wir müssen wohl hier lang. Oh shit. That's our exit. So you're suggesting walking that plank? Are you afraid of heights? No, no. Aber ich. Das war das letzte Mal ein bisschen schwierig, das Game hier. Told you, we should have gone around. Ever been to the circus? Yeah, yeah. Der Hund kommt wieder! Run! Oh. No surprises there. Der Teufel, no surprises there. Das war aber falsch. Oh nee.
Ich habe ihn zuerst gar nicht gesehen. Der kommt da vom Radar hoch. Okay, da geht's nicht lang. Dann hier runter. Okay, er stößt da auch rein. Schnell, 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 schnell. Okay. Die Tür ist zu. Da oben durch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lauf, lauf, lauf! Lauf in die Kalle, lauf, lauf, lauf! Wo ist er hin? Keine Ahnung, wo er hin ist. Schick hinter mir. Oh Gott! Ah, das kennen wir noch. Don't deserve it. Spiders. Sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. And that dog, its humans left, stopped feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. Sieht so brutal aus. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy as possible. Remember that one time when Georgie... That's different. They needed to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog, but how come humans can never do without divine or devilish intervention? Shh.